Ja, und damit hallo und herzlich willkommen, meine Freunde und Hero Charge Fans, zu einer weiteren Folge mit Holy Moly von Barockers Gaming. So, und da einige von euch nachgefragt haben, beziehungsweise auch welche aus meiner Gilde, beziehungsweise aus meinen zwei Gilden, wie man doch den Norddrachen von der Portal zur Außenstation auch mit ohne Greif sozusagen schafft, das zeige ich euch anschließend. Und zwar switchen wir mal fast alles weg. Und ich habe rausgefunden, beziehungsweise ein bisschen rumgetüftelt und rumprobiert. Also Toxicum ist natürlich weiterhin Pflicht. So, ich könnte jetzt die Hexe packe ich natürlich gerne mit rein. Man könnte jetzt auch den Meistermagier mit reinnehmen. Ich nehme aber gerne die Hexe. Meistermagier ist bei mir ja nur Orange plus 1. Anschließend mal mit Kommando. Und unser nächster Champ ist Alter Fluch. So, man könnte hier variieren, entweder ihr habt den Piloten auf Orange plus 2 oder ihr habt Alter Fluch Orange plus 2. Das ist jetzt euch überlassen, welchen Helden ihr als erstes hochgelevelt habt. So, und als Tank vorne, sprich hätte ich ja normalerweise den Greif, auch ein fliegender Held, der ordentlich Damage austeilt, aber da jetzt ja einige von euch den vielleicht noch nicht auf Orange plus 2 haben, vielleicht hat ja der ein oder andere von euch den Zwergenkrieger auf Orange plus 2. Ich würde euch sogar legendär empfehlen, ich habe ihn jetzt noch nicht legendär. Müsste bald soweit sein bei mir, aber ja, dafür halt auf Rot equipped. So, und dann starten wir doch gleich mal den Versuch. Und wie gesagt, falls der ein oder andere von euch diese drei Helden hier nicht hat, oder einen von diesen vier, man kann den auch gerne gegen den Piloten austauschen oder gegen die Meistermagier auf natürlich Orange plus 2 Minimum. Wobei bei den Piloten vielleicht reicht auch Orange plus 1, müsst ihr sehen. Meistermagier hatte bei mir auch Orange plus 1 ausgereicht. Wer sich hier auch gut eignet, also nicht zu vergessen, ist der Phoenix, also Phoenix an sich auch, wobei der hier auf Orange nicht ausreicht, vom Damage her nicht, beziehungsweise vom Überleben her auch nicht, also weiß ich nicht, wie das mit Phoenix funktioniert, auf Orange plus 2, sollte aber denke ich auch gut klappen. So, und da der Zwergenkrieger, wie gesagt, ich empfehle euch wirklich auf Legendär, ansonsten überlebt ihr das hier vorne nicht, oder ihr habt den so wie ich, zumindest Rot plus 1, voll verzaubert. Ah, selbst da ist es immer eine knappe Kiste. Schaffen tut man den Drachen übrigens immer Stufe 8 mit dieser Konstellation, selbst wenn ich jetzt den Zwergenkrieger rausnehme und mir vorne einen Meistermagier hinsetze, sprich wo mein alter Fluch mein Tank ist, funktioniert genauso gut, nur halt nicht mit 3 Sternen. Das ist halt der Nachteil daran. Ach, verdammt, jetzt sauknapp. So, sorry an diejenigen, denen ich versprochen habe, das mit 3 Sternen zu machen. Es war eine knappe Kiste, aber wer der Zwergenkrieger legendär, würde auch Orange plus 2 vollkommen ausreichen. Also in letzter Sekunde ist er noch gestorben. Also beim ersten Versuch hat er bei mir überlebt gehabt. Ich habe jetzt leider meine 2 Versuche weg. Aber ja, sollte ja für den einen oder anderen von euch ausreichen. Also das mal gesehen zu haben, dass das auch mit der Konstellation funktioniert, dass man nur 4 fliegende Helden hat und die nicht mal so hoch equipped. So, anschließend würde ich sagen, damit die Folge nicht allzu kurz ist, schauen wir mal kurz, was noch in meinem Kreuzzug ist. Ich habe mir die letzte Truhe noch aufgehoben, damit ich euch zeigen kann, was da immer mal rauskommt. Ich werde auch demnächst mal eine Folge machen, wo ich, ja, Münzkrieger 60, wo ich einfach nur hintereinander weg viele Kreuzzugtruhen öffne, werde ein bisschen Hintergrundmusik laufen lassen. Bis die Folge hochgeladen wird, wird es natürlich dauern, weil ich mal, ja, einige Truhen für euch sammeln will, vielleicht so an die 30 Stück. Und die öffne ich, schneide ich dann so zusammen, dass die hintereinander weg geöffnet werden, dass ihr ungefähr einen Überblick habt. Vielleicht auch für diejenigen, die den Kreuzzug nicht jeden Tag machen, dass die ungefähr sehen, was dann alles rauskommen kann. So, hier kommt dann scheinbar gar nichts raus, oder doch? Ah, jetzt. Ja, das ist immer schön zu sehen, was da alles rauskommen kann. Letztens hatte ich ja, wie gesagt, eine Zornlorika rausbekommen, zweimal. Vielleicht habe ich ja heute auch ein bisschen Glück. Sieht nicht so aus. Naja gut, kann man nichts machen. Übrigens habe ich heute verpasst, in meine, ja, hier ein bisschen an meiner Formation rumzubasteln, beziehungsweise mir anderen Gegner zu rollen, habe ich heute verpasst. Einmal habe ich draufgeklickt, glaube ich, ja, inspirieren. Einmal nur. Tja, ich habe den sehr starken Gegner, also ich vermute, gegen diesen werde ich verlieren. Also schon wenn er der Seelenjäger Rot plus 1 hat, Imperialen Henker. Aber ja, kann man halt nichts machen. Gegen die beiden sollte ich es eigentlich locker schaffen. Ja, sollte locker drin sein, aber gegen den hier wird es wohl ja sehr, sehr haarig. Also sein Arena-Rang zurzeit 26 auf dem Server Quinnard. Okay.
Ja, meine Teams sehen immer noch wie folgt aus. Mittlerweile habe ich den Henker auf Rot plus 1, aber noch nicht ganz voll equipped. Noch nicht ganz. Sieht bei mir so aus. Mir fehlt halt immer noch, ja, dieser Ring. Der Phantomring. Und ja, mal schauen, wann ich diesen dann bekomme. Übrigens ist jetzt gerade auch lila Kleidung reduziert. Ja genau, 40%. Da habe ich gestern, oh, da habe ich wahnsinnig viele, ist ja seit gestern 20 Uhr, wahnsinnig viele Seelenmünzen verballert, weil ich jedes Mal für 1000 aktualisiert habe. Ich mir nämlich grobe Hacken kaufen wollte. Also ja, die ein oder andere habe ich rausbekommen. Ich werde dann, denke ich mal, heute nochmal, wenn 21 Uhr ist und ja, die Läden sich aktualisiert haben, ja, noch ein paar Mal umrollen, weil für was soll ich die Seelenmünzen sonst ausgeben? Das beste Item, was hier rauskommen kann, ist Stab von Wallace und die grobe Hacke. Ich kann ja mal resetten für euch für 1000. Na bitte, da haben wir einmal grobe Hacke für 2000. Also die kaufe ich natürlich gerne, kann man nie genug haben. Kann ich euch nur empfehlen, falls ihr am Überlegen seid, was ihr hier kaufen sollt. Also grobe Hacke kann man nicht genug haben, glaubt mir. So, anschließend, ja, selbst hier habe ich einige Male umgerollt. Tja, achso, was wir anschließend noch machen können, genau, ich habe noch einen Gildenkampf offen, also einen Gildenraid, glaube den letzten Boss. Mittlerweile müssten mir nur noch 1% fehlt, glaube ich. Jawohl, nur noch 1%, werde ich, denke ich mal, mit meinen zwei Versuchen nicht ganz schaffen, aber nichtsdestotrotz können wir es ja probieren. Ich weiß nicht, ich bin immer noch überlegen, was tauscht man aus, weil CC braucht man. Ich würde sagen, wir tauschen die Manipulantin aus gegen den imperialen Henker und probieren es einfach mal damit. Also mittlerweile, mein höchster Rekord ist bei 1,57 Millionen Damage gegen die, also 1.572.000. Schade, dass man halt nicht einsehen kann, ja, wann der Rekord oder beziehungsweise was der Rekord ist. Das ist halt ein bisschen schade. Und den Zwergenkrieger leider noch nicht ganz legendär. Wird wohl erst am Montag was werden. Wir haben heute ist Samstag. Ja, morgen habe ich einmal die Chance, verfluchte Stadt zu machen und am Montag kommt sie ja dann wieder. Und dann habe ich meinen Zwergenkrieger dann auch endlich legendär. Und damit sollte hier noch ein Zacken mehr Damage rumkommen. Vielleicht schaffe ich es ja, den 1% noch runter zu prügeln von der. Wäre nicht schlecht, aber ja, schier unmöglich. Jetzt killt die schon, die rastet ja voll aus hier. Ja, super. Das war mal Low Damage, würde ich sagen. Ja, gerade mal 1,17 Millionen. Das ist ja mal gar nichts. Ja, besser als gar nichts, sozusagen. So, dann machen wir anschließend den letzten Versuch. Man hat immer noch 1%. Nee, da wird wohl jemand anders das Glück haben, die heute platt zu machen. Das ist wirklich Hammer, was die an Damage macht mit ihrer Welle. Wie gesagt, so die optimale Teamkonstellation habe ich für die noch nicht rausgefunden. Übrigens habe ich mittlerweile auch Kapitel 18 gepackt. Die Folge werde ich demnächst hochladen. Also den letzten Kampf in Kapitel 18 werde ich euch an, ja, mal sehen, wann die Folge hochkommt. Entweder morgen oder übermorgen. Mal schauen. Ja, da ist Kapitel 18 mittlerweile auch geschafft. Der letzte Fight mit einer sehr überraschenden Konstellation. Lasst euch überraschen, sozusagen. Mit welcher Konstellation ich das dann geschafft habe. Oh, diesmal überlebt er etwas länger. Aber jetzt wird er wohl sterben. Jetzt wird er wohl sterben. Ja. Oder? Oh, die saugt die LP förmlich weg. Ah, jetzt stehen. Komischerweise mit einer Welle sterben drei. Das verstehe ich überhaupt nicht. Naja, ist halt ein Boss. Ist halt ein Boss. Was will man machen? 1,31. Naja, ist auch nicht mein Haupt-Damage-Rekord, aber ja, ich denke mal, war jetzt nicht ganz verkehrt. Wird immer noch bei 1% sein, ja. Also das wird wohl noch, wenn wir es überhaupt heute schaffen. Ansonsten dann morgen. Hier habe ich auch noch einen Versuch offen. Okay. Ja, dann machen wir anschließend hier noch den kleinen Versuch. Und hier brauchen wir natürlich magischen Damage. Ansonsten können wir gegen diese Drachen nichts ausrichten. Nehmen wir die noch mit rein und die. Und was können wir noch mit reinpacken? Noch irgendeine Mage? Ja, hier unsere Meeresnymphe. Ah, die bösen Drachen, wie sie fauchen. Noch ein kleiner Leck, bevor es losgeht. Na komm.
Mal schauen, ob das hier auch alle überleben. Ja, und wie gesagt, falls irgendwie noch Fragen sind, wie ich euch irgendwas mit irgendeiner anderen Konstellation zeigen soll, schreibt es in die Kommentare, oder falls jetzt irgendwie Gildenmember das die Folge sich gerade angucken, ihr könnt auch gerne im Gildenchat nachfragen. Wobei mir das in den Kommentaren doch im Zacken lieber wäre, weil so steht wenigstens überhaupt was da bei meinen Folgen. Ja, würde mich halt freuen, die ein oder andere Aufgabe von euch zu bekommen oder beziehungsweise rauszufinden, wie man was mit 3 Sternen schafft. So, noch 37 Sekunden. Ich vermute mal, der Main-ID wird hier der Maschinist sein, obwohl die Todesmagierin natürlich auch nicht gerade wenig Schaden macht. Mal sehen, wer da weit vorne ist. Den Maschinist muss ich mir auch bald mal auf Rot machen. Aber ich glaube, so wie ich das die Sache sehe, um im Arena-Rang weiterzusteigen, muss ich wohl oder übel mir Zwergenkrieger oder den Chemiker. Den Chemiker habe ich mir jetzt auf Orange plus 2 gemacht, ist aber halt leider immer noch 3 Sterne. Kann man sich jetzt im Gildenturnier Laden holen, aber da wir da nicht so viele Münzen haben, wird das wohl noch ewig dauern, ehe ich den mal auf 5 Sterne habe. So, da gucken wir mal kurz auf die Werte. Den Main Damage, ja, macht, obwohl das da am lowesten equipped ist, trotzdem den meisten Damage der Maschinist. Und ja, gut, Imperialer Henker nimmt sich gar nicht so viel zur Todesmarkerin und die Meeresnymphe hält ja auch doch sehr gut mit in Sachen Magie Damage. Ja, dann würde ich sagen, war's das für diese Folge und wir sehen uns in einer weiteren. Bis zum nächsten Mal. Holy Moly von Bargos.